klipp und klar mit einem Beitrag zum Hanf. Hanf legalisieren oder nicht, das ist eigentlich gar nicht mehr die Frage. Sondern es gibt nur noch eine einzige Antwort. Und warum das nur noch diese Antwort gibt, das bitte hört im folgenden Beitrag. Dass es klipp und klar ist, dass es Gesetze gibt und dass es klipp und klar ist, dass man die Gesetze auch ethisch entwickelt. Das heisst, es ist nicht jedes Mal der Nagel einfach voll reingeschlagen, wenn sich eine andere Situation und eine andere Ursprungssituation daraus ergibt. Weil wir haben ein Menschenrecht. Wir haben eine Menschenwürde und wir haben Menschen. Das sollten wir uns alle immer im Bewusstsein sein. Also wir werden gezwungen, es geht da im klipp und klar geht es, darum ist Gras oder Marihuana etwas zum Verteufeln. Ja, da solltet ihr mal nicht nur darüber nachdenken, was Mainstream-Press da so bringt und die sogenannte Schulmedizin. Das ist was ganz anderes. Also ich gehe hier von einer natürlichen Basis aus, wo die Natur selber uns zur Verfügung stellt. Und da gibt es Marihuana, die etwas stärker ist und schwächer ist. Und stärker ist medizinisch geeignet. Stärker heisst auch mehr THC. Das finde ich etwas sehr Bedeutendes. THC und ja, CBD. Und wenn wir eine Pflanze in der Natur belohnt, man darf sie ja züchten, also man darf auch einen Acker haben, wenn man sie natürlich anbaut, dann ist sie geeignet für das oder dies oder jenes. Jede Pflanze. Weil jede Pflanze hat einen Sinn, hat eine Seele. Sie schnauft, entweder wie du oder wie jemand anderes, oder für dein Problem oder für ein anderes. Jede Pflanze. Und dann ist eigentlich nur noch Gabe, Menge Gabe, noch von Nöten, dass man das herausfindet. Was ist mit dieser Droge oder was passiert ist, ist, es ist durch einen industriellen Komplex das Ganze verteufelt worden. Die Heilpflanze, die seit Tausenden von Jahren immer etwas an den Menschen können zurückgeben konnte, wieder Lebensqualität können zurückgeben konnte. Es ist leider so verteufelt worden, dass Menschen, also ich kann mich an meine Mutter erinnern, die mich einmal gefragt hat, fickst denn du das Marihuana? Also mit der Spritze. Sie sind so informiert, heute ist es ein bisschen anders. Schon ein bisschen mehr wenigstens. Doch es haben heute noch Menschen irgendwie das Gefühl, es sei alles so, wie die Mainstream-Press bringt. Es hat zum Beispiel einen Gegensatz zum Alkohol. Noch keinen einzigen bekannten, wissenschaftlich bekannten Toten gegeben wegen Marihuana. Noch nie. Bis heute nicht, in Tausenden von Jahren. Und da müssen wir aufpassen, bei diesem Punkt, da müssen wir aufmerksam sein. Das ist wirklich wahr, es ist so, es hat noch nie einen Toten gegeben. Was allerdings kann sein, ist, in der heutigen Zeit. Und da müssen wir unterscheiden, da liegt der Punkt, dass wir Laborgras, Labormarihuana haben, die gentechnisch verändert ist, die mit extremem Dünger, chemischem Dünger gepusht wird, künstlich angezogen wird und dann als beste Gras der Welt verkauft wird, etc. Da müssen wir anschauen. Das ist der Punkt. Und da müssen wir eine Form finden, wo wir das trennen vom Natürlichen. Und wenn wir das finden, finden wir auch eine faire Gesetzgebung. Und so schwer ist das nicht. Überhaupt nicht. Also ich lasse gerne mit mir reden und ich habe einen Haufen andere Menschen auch, die auch Ideen haben für das Problem. Was es braucht, ist die Pusten, die chemischen und gentechnisch veränderten
Ich kann mal sagen, Drogen loszuwerden, das braucht es. Also da braucht es ein Gesetz, wo ganz klar ein Riegel schiebt. Weil da passiert mit Menschen, gerade im jugendlichen Alter, als Teenager, passiert mit Menschen ganz grässlich. Sie kommen mit allen Arten von Drogen in Kontakt, synthetische Drogen, dann auch Alkohol und eben Kiffen. Und gekifft wird auf der Gasse nur solches Gras. Praktisch. Also selten etwas anderes. Und dann wird das kombiniert noch mit Alkohol. Oder mit anderen Drogen. Und das geht nie auf. Das geht nie auf. Das kann nicht aufgehen. Die Leute sind dann nicht nur stoned, sondern die sind dann wirklich birnenweich und durch. Und wer mit der natürlichen Form umgeht, vom Gras, um Marianne, auch wenn es stärker ist, hat solche Probleme nicht. Der schaut auch, dass er dann nicht irgendwie dann anfängt, Wein zu trinken dazu. Oder Schnaps oder sonst was. Nein. Es ist ja ein bestimmter Grund da, warum dass man überhaupt etwas nimmt. Man isst ja nicht einfach so. Oder trinkt nicht einfach so. Oder raucht nicht einfach so. Es hat immer einen Grund dahinter. Und der Grund, der ist maßgeblich. Auch im Osten hat man, ja, bis zurück in all diesen tausend Jahren, hat man nicht einfach vor sich hingekifft. Sondern dann hat man eins geraucht, um sich zu beruhigen, hat man eins geraucht, wenn man Schmerzen hat, oder getrunken auch, es gibt ja auch Tee, oder es gibt Gebäck, oder es gibt Tinkturen und Öl. Ja, Destillat halt auch. Es gibt alles von dieser Pflanze. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Und wenn man das nicht erkennt, ganz abgesehen davon, von diesen 70'000 anderen Sachen, die diese Pflanze noch imstande ist zu machen, für die Wirtschaft, für unser Wohlsein, für unseren Wohlstand. Wenn man das nicht erkennt, dann sind wir wirklich dumm. Und dann sind wir nur noch Schöfli, die irgendwie an einem Chef, der Geld verdienen will, nachlaufen. Nichts mehr anderes sind wir dann. Da können wir uns einfach abschreiben. Weil das ist ja nur eins von diesen Beispielen, wo da verboten wird, wo scheinbar gefährlich sind. Es wird einfach nicht im Ganzen betrachtet. Es gibt noch Millionen andere Beispiele auf dieser Welt in dieser Zeit. Und sie alle dienen nur etwas am Mammon, am wirklichen Gott von der Welt. Der Mammon. And fly over the ocean.
reach the land, find the place where all children grow. Every night after listening to this lullaby, every night after listening to this lullaby. Ja, es ist sogar so, dass mit dem Hanf die Kasse wirklich kann gefüllt werden, wenn man das geschickt macht, gute Sachen produziert und einen guten Handel hat, fair macht, dann kann man wirklich gut verdienen, um einen recht einen guten Wohlstand selber überzukommen, wenn man das vorher nicht hat. Also Hanf kennzeichnet sich zum Beispiel mal durch die Umweltverträglichkeit aus, durch die Haltbarkeit, durch eine niedrige Energiebilanz. Es ist extrem schädlingsresistent, leicht zu pflegen und sehr strapazierfähig. Das heisst, man kann das eigentlich in jedem, weil man ja die gesundheitlichen Aspekte kennt, in jedem Industrie- oder Handelssektor, Produktionssektor, benutzen, außer gerade in der Metallindustrie vielleicht nicht unbedingt. Ja, wenn man dann aber mal Zugfähigkeiten und all das ganze Zeug anschaut vom Hanf, dann sind wir dann auch wieder mit der Metallindustrie vielleicht in Konkurrenz. Oder sagen wir mal in Mitbewerberschaft. Nein, es sind ja ganz enorm viele Sachen möglich zum Bauen, zum Formen, also mit dem Rohstoffhanf. Man kann jede Sache, die man mit Plastik macht, mit Hanf machen. Das muss man sich mal vorstellen. Alles kann man machen mit Hanf, mit einer Pflanze, die enorm schnell wächst und enorm schnell zur Verfügung steht. Und eigentlich praktisch keinen Abfall hinterlässt, außer dass sich selber wieder kompostiert am Schluss. Also auch verarbeiteter Hanf, wenn man es nicht mit technisch-chemischen Geschichten vermischt hat, lässt sich kompostieren. Und dann in der Ernährung bietet Hanf eigentlich fast alle Möglichkeiten. Also man kann so viele verschiedene Sachen machen mit Hanf. Auch die Hanfnüsse, also Zäumli zum Beispiel, die haben eine ganz grosse Menge an Antioxidantien. Haben viel Vitamin E und B-Vitamin. Die brauchen wir ganz dringend für ein gesundes Nervenkleid. Ja, also man hat zum Beispiel in Hanf deutlich mehr Vitamin B2. Das brauchen wir eben für die Nerven. Und die Nerven können jetzt behalten. Und viel mehr Vitamin B2 als zum Beispiel in tierischen Produkten. Und in den Aminosäuren, die es im Hanf hat, hat es auch Methionin und Cystein. Ja, und die sind ganz wichtig für die Produktion der Enzyme. Auch für die Entgiftung und für den Stoffwechsel ist der Hanf enorm vorteilhaft. Und in der Hanfsamen hat es eine Fettsäure, die zum Abbau des eingelagerten Fett nützlich ist. Also es sorgt dafür, dass es schneller abgebaut wird, das eingelagerte schlechte Fett. Und das Hanfprotein, das es im Hanf hat, Protein, das ist sehr beliebt und es wird sehr vielseitig verwendet. Ja, zum Beispiel im Saft. In Wasser, in Smoothies gemixt, aber auch in Brot und anderen Produkten. Wir sind dumm, wir Menschen, wenn wir den Hanf nicht in allen Ebenen nutzen. Und wir sollten da gerade im Thema Hanf etwas ganz Wichtiges anschauen und nehmen ins Patentgesetz. Ich finde, das sollte, gerade wenn man um den Hanf redet, wie es einem normales geht, nicht dürfte patentiert werden. Wenn es Pflanzen anbelangt, das Produkt natürlich schon. Aber die
Pflanze selber nicht. Das ist ein Produkt aus der Natur. Macht euch schlau über Hanf, über Marihuana, über den medizinischen Zweck, über den wirtschaftlichen Zweck. Was man alles damit machen kann. Ja, wenn wir unsere Erde retten könnten. Weil Hanf ist halt dazu da, dass wir unsere Wälder behalten können. Die brauchen wir dringend. Das ist die Lunge der Erde. Und das wird gegenwärtig noch immer gemacht. Ich bin jetzt 61. Und seit ich 12 bin, weiss ich, dass abgeholzt wird wie gestört. Das heisst, seit fast 50 Jahren, weiss ich das schon. Und geändert hat man nicht viel. Wirklich im Gegenteil, teilweise ist es noch viel krasser geworden. Und wir haben ein echtes Problem. Mit den Zusammensetzungen, auch mit dem Sauerstoff, haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem mit dem Wasserdampf. All das gehört dazu, gehört zu den Wäldern, gehört zu den Pflanzen, die dazu zuständig sind, oder beziehungsweise sie sind Lieferanten von unserer Atemluft, von unserer gesunden Atemluft. Was wir aber da mit all den anderen Sachen, die nebenbei auch noch passieren, eben haben, ist mit dem Abholzen, dass wir wirklich zu wenig Sauerstoff haben und zu viel Wasserdampf in der Atmosphäre. Das macht etwas aus, das Gemisch, das Gasgemisch, das wir natürlich gesehen haben. Das toleriert in sehr grossen Schwingungen nach oben und runter, wie zum Beispiel Vulkanausbrüche oder solche Ereignisse oder vielleicht mal einen heftigen Meteoriteneinschlag mit deftigen Spuren. Hat das eine ganz grosse Toleranzschwelle. Was aber nicht kann, ist, wenn dann wirklich das Organ, das Lunge heisst, im Körper beschnitten wird und Stück für Stück abgesäbelt wird, dann kann es nicht mehr regulieren. Das ist nicht mehr möglich. Also sind wir verpflichtet, wir Menschen, einen anderen Weg zu gehen. Da ist Hanf in meinen Augen das Allerbeste, was es überhaupt gibt. Hanf rettet die Welt. Und ich meine jetzt das nicht mit den Kiffern. Ich meine das mit allem. Da sind von mir aus auch Kiffer drin. Aber mit allem, was da zu machen ist in dieser Welt, ist Hanf das Beste, das man einsetzen kann. Und der schnellste, wirklich mit Abstand, der schnellste nachwachsende Rohstoff überhaupt. Da lässt sich dann das zum Beispiel auch rechnen, wenn man da wirklich noch Verbrennungsmotoren hat, dass man zum Beispiel Hanfethanol macht. Kann man. Hat Ford schon, weiss nicht, wann war das, 30 Jahre? So. Schon gezeigt. Hat schon ein Auto gemacht, außer dem Motor natürlich. Aber das ganze Auto rundum aus Hanf. Ein Teil. Ja, geht. Wenn man will. Und dass nicht gewollt wird, für das sorgen leider Gottes so ein paar partikular interessierte Kreise. Darum ist nämlich ja der Hanf verboten worden. Und das Marihuana. Weil es ganz gezielt mit einer Kampagne schlecht gemacht worden ist, dass es an einem anderen Zweig, und das ist nämlich die Erdölindustrie, hat können dienen. Die Erdölindustrie, die dann nachher auch Kunststoffindustrie, Chemie, ja, alles miteinander vereint hat. Ja, ursprünglich sollte man ein bisschen das Thema zurück, das Nylon aufgekommen ist in dieser Zeit, wo der Hanf verboten worden ist. Und wenn etwas in der USA verboten worden ist, dann ist es ganz schnell an anderen Orten auch verboten worden. Das ist mit vielen Sachen so passiert. Und es hat immer nur die Kasse gedient. Eben am Mammon, am Mammon. Und nur am Mammon. Und da bei uns, da in der Schweiz, ist natürlich der Mammon auch etwas vom Heiligsten. Also wehe dem, der etwas sagt dagegen. Und ich bin auch ein Mensch, der findet, ja, ich brauche Geld, es geht gar nicht anders.
Ich hätte es gerne anders. Ich hätte gerne ein anderes Geld, das etwas anderem verpflichtet ist. Eine andere Art von Handeln. Das kann mit einem Freigeld sein, mit einem regionalen. Weil die Schweiz ist ja nicht mehr als eine Region, eine kleine, in dieser Welt. Also von grossem Land kann man da nicht reden, auch wenn es ein Land ist. Aber wenn man es mit anderen vergleicht, ist es winzig. Wir haben aber den Mammon da bei uns zuoberst auf dem Thron. Und da müssen wir uns natürlich auch klar machen, wenn das Ganze mit der Legalisierung da machen, da geht natürlich wieder ein Haufen Geld in die falsche Kasse. Und das dürfen wir mit Namen nennen, das geht in die Rothschild-Kasse. Schlussendlich. Und da ist es nicht im Sinn von Menschen, die wirklich gesund leben wollen und gesund arbeiten wollen. Es ist zwingend, dass wir eine Reform haben im gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen. Es ist zwingend, dass der Mensch sich zum Menschsein besinnt, dass er wieder empathisch ist, nicht nur einen linkshirnigen Kopf zeigt und über Leichen geht zum Kassenfühlen, sondern das Mitgefühl möglicherweise auch in einer weltweiten Charta niedergeschrieben und dann noch von einem vereint gelebt wird. Hanf ist etwas ganz Zwingendes und vielleicht passiert ja erst dann, wenn man es gemacht hat, das oder ähnlich. Es passiert ja nie so, wie man denkt hat. Das ist ja genau so. Hanf zu legalisieren ist etwas vom Bedeutendsten, was es heutzutage überhaupt gibt. In jedem Sektor. Zum Abschluss noch etwas ganz Bedeutendes, das mit Hanf zu tun hat. Wir haben vergiftete Böden, vergiftete Gewässer, auch vergiftete Luft. Und Hanf gehört zu den allerbesten Pflanzen, die unsere Böden in kurzer Zeit entgiften können. Das heisst natürlich, den Hanf kann man nicht für medizinische Zwecke nutzen, das ist ganz klar, aber für industrielle Zwecke auf jeden Fall. Das geht. Der Hanf entgiftet tatsächlich unsere Erde und hilft uns so, wieder gesunde Erde rüberzukommen. Dass wir gesund anbauen können. Dass unsere Bauern wieder lernen, wie es gesund geht. Wie man widerstandsfähige Pflanzen hat. Und das lernen sie eben nicht via Chemie und via Pharma. Ganz bestimmt nicht. Etwas vom Entscheidendsten für den ganzen Prozess zu Antworten finden, ist zu wissen, dass alles, was funktioniert, beseelt ist. Auf irgendeine Art. Und das ist Leben. Und wenn man im Labor schafft, Synthetik schafft, also mit Synthetik schafft, dann ist es eben nicht Leben. Das Problem ist, dass man heutzutage beides verbinden kann. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen den Weg wieder finden, ja, mit der Natur. Ohne geht nicht. Das sind ein paar Worte, ein bisschen länger gegangen das mal. Zum Thema Hanf und Legalisieren und Unsinn oder eben Sinn von der Legalisierung. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuhören.